Weiter geht's mit Metro Last Light. Wir schauen uns hier um, wo es mir nicht gefällt, weil ich meine, guckt euch das an. Und guckt euch den an. Nicht. Komm, Artyom. Wir müssen weiter. Lass mal die hinten zurück, die da so ballern. Oh. Hey, Dude. Wie geht's? Nicht gut. Naja. Alter, ich überlegt, wer die ganzen Gänge hier mal angelegt hat. Oh. Da hat es ein paar Leute mit dem Erdrutsch erwischt oder so ähnlich. Grafikglitschung. Also ernsthaft, ey. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Moment mal. Tja, bist du das? Yay! Einer, der mich kennt! Ich konnte über meinen alten Bekannten, André, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Das Gesicht, mehr oder weniger. Aber ich habe erstmal mit Angst bekommen, als der da seine Gatling geschwungen hat, ey. Es ist der Gatling! Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg. Hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe, an der Oberfläche, einen Außenposten. Die Kirche in den Sümpfen. Probiere es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Ich glaube, die Musik des Kriegs ist aus Metro 2033. Mich betrifft. Ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetsky Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suche nach Verrätern und Spionen. Schicke Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetsky Most und aus der ganzen roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut, was dem zeigt, dass die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal... dieses Baby an. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Lol. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht. Und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein. Oh, cool. Alter, wie cool. Kann ich mir nicht noch irgendwo Zeug nehmen? Nein. Naja. Dann mal rein in Katharina. Passt irgendwie. In Ordnung, Motor starten. Ich sage nur, cut einmal nach fucking Arena aus League of Legends. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Cool. Cool, ich kann hier auch aussteigen und mich umgucken. Boah, das ist cool. Einfach mal hier überall hingehen. So, Spinnenweben abfackeln. Was war das jetzt schon wieder? Wofür war jetzt das schon wieder? Das habe ich jetzt schon wieder ausgelöst. Hä? Was habe ich jetzt schon wieder ausgelöst? Und dann, wenn irgendwas Besonderes passiert.
Noch ein Akkordeon! Ich find's cool, wie Atom irgendwie alles spielen kann, vor allem. Just saying. Er kann auf allem spielen. Egal welches Instrument du dem gibst, irgendwas kann er immer spielen. Also so ein kleines bisschen was. Gib mal Gas, Archon. Passt irgendwie, heute ist nämlich Dingen, Formel 1 wieder. Mal gucken, da ist eine Tür. Das Filter. Spinnenweben, geht weg. Irgendwie gefällt mir das hier nicht so ganz. Hallo, Spinnenweben, könnt ihr bitte abfackeln? Hallo, ich habe hier ein Feuerzeug, danke. Brennt in der Sonne. Brennt einfach nur. Ah, wie gut, dass man sich muten kann, weil ich musste gerade sowas von niesen. Die. So. Das waren schon mal zwei von den Viechern. Ich laufe mir gleich dann doch die Schrotmini zurück. Die ich da zurückgelassen habe. Gerade eben. Mal gucken, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Bin ich überhaupt irgendwie richtig oder ja, nein, vielleicht? So. Du bist die Nächste. So, geh drauf. Jetzt laden wir mal kurz auf die Lampe. Geht ja ganz schnell. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Eigentlich soll ich einen Schienenwagen benutzen. Das heißt, das hier ist optional. Wie der weiß, optional ist optimal. Oh, ich habe Sniper-Muni bekommen. Komm her! Put, put, put! Und verrecke am Licht! Ich find's cool, dass sie einfach am Licht verrecken. So, jetzt du auch noch. Selber schuld, das musst du auch gerade schlüpfen. Ey, du warst schon fast tot. So, dann halt du jetzt. So, jetzt du. Das war gerade dumm von dir. Bist du des Todes. Ich leuchte dich zu Tode. Wer hätte gedacht, dass Licht so OP sein kann? Noch mehr Sniper-Muni. Ach, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Und hier lebt immer noch Zeug. Aber nicht mehr lange. Das haben wir gleich. So. Jetzt ist Aru hier. Hier war irgendwo eine Tür. War ein Durchgang. Hier kräuchten vielleicht auch immer noch irgendwo was. Da.
So, geh drauf. Yay, Achievement Geld, Schildkröte. Habe ich so viel von den Viechern umgebracht? Okay. Ah, ich habe Licht angemacht. Jetzt verrecken sie alle. Aha. Gucken, dass hier so ein Rebo ist. Meiner ist besser, ich habe eine Super Sniping Optik. Meiner ist besser. Cool. Können wir Licht ausmachen. Ah, viel besser. Hätte ich mir den ganzen Aufwand sparen können hier. Viecher einzeln umzubringen. Ganz ernsthaft. Hätte ich mir sparen können. Aber naja. Einmal bitte alles reinigen. Von den Viechern hier. Ein bisschen Sniper-Muni bekommen. Ich hoffe, ich kriege bald meinen Sniper wieder. Die Frage ist, was werfe ich dafür weg für meinen Sniper? Ich meine, nur alles, was ich aktuell habe, ist irgendwo OP. Gucken, geh mal kurz zurück. Ich will das Schrot Muni, die ich hier zurückgelassen habe. Einmal bitte volle Schrot. Da fühle ich mich irgendwie besser. Dass man noch so wenig Muni nur hat, ey. Ich bin's gewohnt so... a lot of Muni zu haben. Guck mal, was ist das da für ein Schalter? Hm, gar keiner. Aber aus mechatronischer Sicht ist das schlecht. Aber naja. Ist da was? Mal nachgucken. Ist hier irgendwie was? Zum Betätigen gucken tun. Irgendwie. Nö. Ne, sollte mich nur ablenken. Bäh. Ablenkungsmanöver. Da kommen nur solche Viecher raus. Oh, da. Ah, ist was. Yay! Ja, mein Forscherdrang halt. Immer alles erkunden. So bin ich halt. Überall, wo ich hin kann, will ich hin. Ich meine, wenn mir schon mal die Möglichkeit gegeben ist. Gucken, enge Räume bedeutet Schrotflint ist besser. Hier mach mal sowas Licht an. Einfach nur, weil die Viecher das Licht nicht mögen. Ich glaube, die Lichter sind gerade eben durchgebrannt. Klang zumindest so. Well, ein paar zumindest. Gucken, was für eine Bastardpistole. Ne, ist Luftdruck. Mach einen Abgang. Wow. Hey, Dude. Wie geht's? Ah, noch mehr Militärmoon. Ach, dafür lohnt sich das doch. Schade, dass ich hier nicht lang kann. Aber das Dingen ist so stabil. Dammit. Zu stabil, das Ding ist zu stabil. Und da geht's auch nicht lang. Ey, du Scheißvieh, ich lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe oder ihr verglüht. Just saying.
Das sagt jetzt. Füll den Sicherungskasten und öffne die Luftschleuse. Wow. Na schön, Schrank auch. Wow, schon eine halbe Stunde fehlt er. Oh. Well da. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie fehlt das so ein bisschen der Saft. Machen wir hier mal ein bisschen Leash dann. Ich fühle mich hier irgendwie total unwohl. Ich weiß an den ganzen Viechern, die hier überall sind. Verrecke am Licht. Kann ich nicht auch noch irgendwo Licht anzünden oder so? Ist mir hier zu dunkel. Ganz ernsthaft, es ist zu dunkel hier. So, verrecke da, wo die andere verreckt ist. Oh, die wollen alle irgendwie hier verrecken. Just saying. Alle verrecken es an einer Stelle. Ist irgendwie eine besondere Stelle für euch oder warum verreckt ihr alle hier an der Kreuzung? An der Ecke. So, geht einfach alle sterben. Ich brauche eigentlich nur noch hier rumzustehen. So, macht einen Abgang. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.